Winterscheid Live, die Call-In-and-Win-Show, ist eine Sache ganz wichtig. Es heißt Call-In, das heißt, ihr werdet anrufen. Mhm. Wie? Ich stelle euch Fragen. Die Antworten zu diesen Fragen sind Ziffern. Diese Ziffern ergeben eine Telefonnummer. Und diese Telefonnummer, wenn ihr sie denn gelöst habt, gebt ihr ins Telefon ein. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä? Und wo klingelt's dann? Habt ihr euch das gerade gefragt? Ja? Ja? Habt ihr euch das gerade gefragt? Ja. Ich sag's euch, da in meinem Winterscheid Live, die Call-In-and-Win-Show-Set. Ja, Leute, ich würde auch sagen, wir fangen jetzt einfach an, weil das Spiel muss ja losgehen. Ladies and Gentlemen, das ist hier Winterscheid Live, die Call-In-and-Win-Show. Okay, es ist soweit. Ich habe heute hier was zu vergeben. Es gibt die Chance auf einen Punkt. Ich habe 5 Fragen vorbereitet. Leichte Fragen, die wirklich jeder lösen kann. Und wenn eine Frage richtig beantwortet ist, wird die Zahl aufgeschrieben. Bei der zweiten Antwort wird wieder eine Zahl aufgeschrieben und so weiter, bis alle Fragen richtig beantwortet sind. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr die Zahlen alle habt, dann möchte ich, dass ihr den grünen Haken drückt. Dann möchte ich aber auch von euch, dass ihr das Telefon in die Hand nehmt, die Nummer wählt und dann kommt ihr hier bei mir im Studio aus. Es ist ganz einfach. Okay? Hier ist die erste Frage. Was steht da? 3 Quartale eines Jahres haben insgesamt wie viele Monate? Leute, seid ihr euch sicher, dass das eine gute Frage ist für unsere Kandidaten? Das ist die erste Ziffer. Es wird ein Ergebnis geben zu dieser Frage. Das Ergebnis schreibt ihr auf. Das ist viel zu einfach. Ich hab euch gesagt, wenn ihr so einfache Fragen macht, dann ruft jeder an. Hier, auch die wahrscheinlich wieder so eine leichte Frage bestimmt. Hier, wie viele Minuten dauert eine Halbzeit der Verlängerung in einem Champions-League-Spiel? Tja. Der Hot-Button geht durch die Leitung. Wann schlägt er zu? Das ist die eine Frage. Es geht um einen Punkt. Komm, nächste Frage. Was soll's? Es ist wirklich keiner in der Leitung. Frage in die Regie. Ist keiner in der Leitung bisher? Kann doch nicht sein. Es ist keiner da. Wie viele aufeinanderfolgende Konsonanten hat das Wort Angstschweiß? Ganz kurz. Konsonanten, das weiß jeder. Das Wort steht hier. Super leicht. Oh, ich dreh durch. Es ist so irre. Mach mich nicht fertig, es geht um einen Punkt. Hier, nächste. Natürlich. Ey, komm. Da sitzen wir doch morgen noch hier. Wie viele Töne hat der ProSieben-Jingle? Wirklich? Oh, Hotbutton-Alarm, jetzt wird's heiß, Leute. Wir sind kurz vor der Lösung. Bitte, an alle. Warum ruft denn keiner an, Mann? Bin ich bescheuert? 4 Tage haben wie viele Stunden? Die letzte Ziffer. Wenn die Ziffern drin sind, einfach grünen Haken setzen. Haben wir schon jemanden in der Leitung? Ich warte darauf, dass das Telefon klingelt. Ein Punkt. Oh. Nein, ich glaub's nicht. Es ist, der Hotbutton hat zugeschlagen. Ich habe einen Anruf in der Leitung. Hallo, mein Name ist Joko Winterscheid. Mit wem spreche ich? Hallo, mein Name ist Pastewka. Die Lösung ist Paradiesvogel. Pastewka, Herr Pastewka, von wo rufen Sie an? Wie alt sind Sie? Ich bin 23 Jahre alt, sehe aber älter aus. Darf aber sagen, ich rufe aus Berlin an und möchte lösen. Sie möchten lösen? Wir lösen zusammen. Richtig, 3 Quartale eines Jahres haben folgende Anzahl Monate. Ich sage 9. 9? 9 richtig. Ist richtig. Das glaube ich nicht, Herr Pastewka. Wie viele Minuten dauert eine Halbzeit der Verlängerung 15. in einem Champions-League-Spiel? 15. 15! Und 50 Euro noch on top hinzu! Die sind für mich. Die behalte ich. Wie viele aufeinanderfolgende Konsonanten hat das Wort Angstschweiß? 8.
8 oh. ist richtig. Ich werde bekloppt. Ich komplett wie viele Töne hat der ProSieben-Jingle? 3. Drei ist richtig. Und 4 Tage haben wie viele Stunden? 96. 96? Das müsste stimmen. Ist yeah. ebenfalls richtig. Und wir wussten es eigentlich ja schon vorher, sonst wären Sie nicht durchgekommen, Herr Pastewka. Aber vielen Dank, das ist Ihr Punkt, vielen Herr Pastewka. Herr Winterscheid, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, Herr Pastewka. Sie sehen auch sehr gut aus. Vielen Dank, vielen Dank. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Wir notieren noch Ihre Telefonnummer und Ihre Anschrift, ja? Ja. Sonst können wir den Punkt nicht überweisen. Gut. Sehr gut. Danke. Tschüss. Oh, ich bleibe Leute, an der Leitung. Leute. Willkommen zurück bei Winterscheid Live, die Call-in-and-Win-Show. Wer kann die zweite Runde für sich entscheiden? Wer holt sich als nächstes die 1-Punkt-Mega-Gewinnchance? Wer kann am besten telefonieren? Jetzt bei Winterscheid Live, die Call-in-and-Win-Show. Was eine Action. Ich sag's, wie es ist. Ich hab noch eine Runde vorbereitet. Die spielen wir jetzt noch. Das hier ist die nächste Runde. Oh, 5 Fragen. Schon wieder 5 Fragen. Wir haben's doch gerade erst gespielt. Das ist das gleiche Spiel. Ja, mach. Sehr gut. Das ist echt. Okay, spielen wir noch mal 5 Fragen. Ich kann nicht mehr. Erste Frage, komm. Leck mir am Arsch, hier ist die erste Frage. Dann machen wir halt noch mal das Gleiche. Ein Leibniz-Butterkeks ist nur echt mit vielen Zähnen? Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Das weiß jedes Kind. Kann man bitte einer aus der Regie sagen, ob das euer Ernst ist? Joko, das ist unser Ernst. Die Frage haben wir jede Woche. Ja? Ja, komm, mal gucken, was hier steht. Wie viele Mannschaften spielen ein Halbfinale? Es ist... Dafür bin ich aufgestanden heute Morgen, ernsthaft? Komm. Ein Anruf, 100 Euro. Ruft an, Leute. Welche Zahl sieht ohne Vokale so aus? 45. Komm. Komm, wir machen jetzt hier Speedy. Wie viele Ecken hat das Pentagon? Wichtig ist, das ist eine trickreiche Frage. Wenn ihr da anfangt, merkt euch die Ecke, wo ihr anfangt zu zählen, sonst dauert es ewig. Ja. 100 Euro, wenn jetzt einer anruft. Letzte Frage, wie viele Artikel und Relativpronomen in der 100-Jährige der Ausnehmen? Was? Moment. Was ist das denn? Ist das euer fucking Ernst? Muss ich jetzt noch nachlesen? Muss ich denn alles selber machen hier? Wie viele Artikel und Relativpronomen enthält der Titel von Jonas Jonassons Roman Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand? So, wusste doch, da ist was falsch. So, der Hot-Button schlägt gleich zu. Ruft an. Ich habe hier übrigens echtes Bargeld liegen. Ach, jetzt ist mir runtergeflogen. 100 Euro. Komm, für 100 Euro ruft die anscheinend keiner an. 200, 300 Euro. Ja, schönen guten Tag, Pastewka, mein Name. Mit wem spreche ich? Mit wem rede ich? Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich vermute, ich habe mich verwählt. Wie war Ihr Name nochmal? Entschuldigen Sie bitte. Bastian Pastewka. Ja, das ist jetzt tatsächlich kein Scherz. Ich bin aus Versehen bei Ihnen gelandet, weil ich mich verwählt habe. Ich suche eigentlich den TÜV Rheinland. Herrn Winterscheid wollte ich sprechen. Bin ich da bei Ihnen richtig gelandet? Das ist jetzt kein Scherz. Entschuldigen Sie bitte. Ja, das sagen viele. Aber ich habe mich jetzt, glaube ich, verwählt, ne? Ich lache auch. Ja, entschuldigen Sie vielmals. Es war jetzt kein Scherzanruf. Ich habe mich wirklich einfach vertan. Wiedersehen. Macht nichts. Tschüss, Mama. Probieren Sie es einfach nochmal. Ja, klar. Fehler liegt bei mir. Verflixt. Ja. Wir lösen auf. Das war nichts. Es hat keiner mehr die richtige Antwort. Also, Leibniz-Butterkeks hat wie viele Zähne? 50.
Wissen wir alle aus der Werbung. Oh. 52. Ah. Wow. Deshalb habe ich hier Frau Schachtschnabel angerufen. Wie viele Blazen? Mannschaften spielen ein Halbfinale? 4. Alles, welche Zahl? Alles komplett sieht falsch. Ohne Vokale so aus. 48. Die 48. Wie viele Ecken hat das Pentagon? Lösch das. Mhm. Wie viele Artikel und Relativpronomen in diesem Riesentitel, den ich eben vorgelesen habe? 3. Mhm. Das wäre das Einzige, das ich gewusst hätte. Das Einzige, das Gute ist, hier ist echtes Bargeld. Das nehme ich jetzt mit. Das war Winterscheid Live. Die Call-In-and-Win-Show. Gewonnen habe nur ich hier.